das Science-to-Sentence-Programm aufmerksam geworden bin ich durch meinen betreuenden Professor Herrn Backhaus. Der hat mich damals darauf aufmerksam gemacht und dann habe ich mich im Internet etwas eingelesen und meine Bewerbung eingereicht und wurde dann zu einer Vorstellung nach Frankfurt eingeladen. Und deswegen kann ich auch sagen, dass Herr Professor Backhaus auf jeden Fall keine Einwände hatte, dass ich hier an diesem Programm teilnehme. Der Kontakt zur DKE hat mir insofern geholfen, als dass ich bei meiner Literaturrecherche für die Identifizierung der Lärmquellen natürlich auch wissen musste, ob es Vorgaben gab für Lärmpegel auf der neonatologischen Intensivstation. Und da war es sehr hilfreich, dass man noch einen weiteren Kontakt hatte, um auch die Vorgaben aus der Normung mit einfließen zu lassen in die Recherche. In meiner Masterarbeit ging es um die Lärmbelastung auf der neonatologischen Intensivstation und inwieweit die auftretenden Lärmquellen die Frühgeborenen beeinflussen. Darüber hinaus habe ich aber auch Arbeitsprozessanalysen durchgeführt, um auch die Belastung der Pflegekräfte zu analysieren. Dafür war ich 3 Wochen im Krankenhaus und habe dort Schallmessungen durchgeführt und auch die physiologischen Parameter der Frühgeborenen mit aufgezeichnet, sowie die Schrittzahl der Pflegekräfte und auch den Puls, um dann hinterher auszuwerten, wie allgemein die Lärmbelastung ist, aber auch was für Lärmquellen auftreten, die dann wiederum den Reaktionen der Frühgeborenen zugeordnet wurden, um zu gucken, auf was Frühgeborene reagieren. Am Ende habe ich dann eine Art Handlungsempfehlung abgeleitet, um sozusagen den Krankenhäusern oder auch den Stationen Empfehlungen zu geben, welche Lärmquellen eventuell verhindert werden sollten oder auch zu gucken, was man an Umbaumaßnahmen durchführen kann, um einfach die Lärmbelastung zu optimieren. Meine Arbeit betrifft die Normung insoweit, dass ich natürlich auch die Lärmbelastung und auch den Schalldruckpegel untersucht habe und da herausgefunden habe, dass die Vorgaben, die es derzeit gibt, deutlich den Wert übersteigen, der auf den Stationen herrscht und eventuell im Nachhinein auch nochmal angepasst werden sollten, weil einfach die Lärmbelastung für Frühgeborene sehr, sehr hoch ist und das Gehörsystem ist noch nicht so ausgereift, als dass durch hohe Lärmbelastung auch Schaden entstehen kann. Die Arbeit mit der Normung hat meinen weiteren Berufsweg so beeinflusst, dass ich jetzt eine Promotion anstrebe und im Bereich Regulatorik tätig bin und auch für diesen Bereich in verschiedenen Normungsgremien sitze, um aktiv an der Gestaltung von Normung teilzunehmen. Und da hat mir der Einblick durch die Masterarbeit natürlich sehr geholfen, um auch schon mal zu sehen, wie sowas funktioniert und wie man eigentlich aktiv sich an der Normung beteiligt.